ein Stück, ich würde jetzt mal sagen, so ein Zentimeter großes Stück, 2, 3 Millimeter breit, dann mit einem Skalpell live auf der Bühne rausgeschnitten aus dem Körper dieser Darstellerin. Sarah Brenner war bei der Stuttgarter Premiere der Performance Oper Sancta dabei. Die Operngängerin beschreibt für uns einzelne Szenen aus Sancta, die wir bewusst nicht zeigen. Es haben sich irgendwann später auch zwei Frauen haben sich solche Metallstücke, also mit Metallhaken quasi in den Rücken unter die Haut schieben lassen, um dann an einer Aufhängung durch den Raum zu schweben. Die ersten zwei Stuttgarter Aufführungen haben am vergangenen Wochenende in der Staatsoper stattgefunden. Seitdem wurde bekannt, dass mehrere Menschen, die die Oper besucht haben, ärztlich versorgt werden mussten. Nun kocht die Diskussion darüber, was Oper darf und was nicht, in der Presse und den sozialen Medien hoch. War in der Vorstellung und verstehe die extremen Reaktionen nicht. Die Inszenierung ist grandios, die Performance spektakulär und berührend. Am Ende hatte ich Tränen in den Augen. Warum verbietet man sowas nicht? Fürchterlich, grenzüberschreitend. Diese Welt ist verrückt geworden. Auch Kunst darf nicht alles. In Sancta geht es um das sexuelle Erwachen einer Nonne und die Frage nach weiblicher Sexualität innerhalb der christlichen Religion. Die Regisseurin Florentina Holzinger sorgt seit Jahren mit ihrem provokanten Stil in der Theaterwelt für Aufsehen. Bei Sancta setzt sie beispielsweise explizite sexuelle Gewalt ein. Sancta ist erst ab 18 Jahren freigegeben und das Opernhaus Stuttgart warnte von Anfang an vor Gewalt und Blut. Trotz der Warnung war es für manche Besucher zu viel. Es gibt immer den Vorfall, dass der Kreislauf mal verrückt spielt. Wir sind 1400 Leute in einem dunklen Raum, die für Stunden da gemeinsam in, ehrlich gesagt, ziemlich schlechter Luft Zeit verbringen. Jetzt wäre es aber gelogen zu sagen, dass 18 Leute in zwei Vorstellungen, das sind pro Vorstellung 9, ist tatsächlich ein bisschen Überschnitt. Bei 3 der Besucher musste sogar der Notarzt kommen. Trotzdem soll für die kommenden Vorstellungen nichts geändert werden. Sarah Brenner fand die vielen starken Bilder in Sancta gut. Die echten Verletzungen auf der Bühne lassen sie aber ratlos zurück. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum das notwendig ist. Die restlichen Vorstellungen von Sancta in Stuttgart sind seit heute ausverkauft. Trotz oder gerade wegen der Medienberichte über die Schockmomente.